Hallo und herzlich willkommen beim Eurotrack Simulator 2 Let's Play mit eurem Gurken Gustav. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt gehabt, dass wir gucken, ob wir halt von Stavanger aus Richtung. Nein, von Kristiansand Richtung Stavanger fahren oder halt von Kristiansand Richtung Bergen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich kann euch das gar nicht so genau sagen, wo wir jetzt am besten oder welchen wir jetzt als erstes machen. Ich denke mal, es wäre auch nicht schlimm, wenn wir heute mal etwas oder jetzt mal etwas kürzeren Part machen. Deswegen würde ich sagen, wir fahren. War der falsche. Wir fahren nach. Von. Also von. Ja. Ja, damals. Von Kristiansand nach Stavanger, dann haben wir das nämlich auch entdeckt. Jetzt ist halt bloß die Frage, entdecke ich dann die Stadt auch wirklich oder fahre ich einfach nur dran vorbei? Das weiß ich nämlich nicht, weil der Abladeort ist nämlich, da haben wir den Auftrag, es wäre dieser hier, weil der Abladeort wäre nämlich dahinter. Da müssen wir halt mal gucken, ob wir eventuell die Stadt dann doch entdecken. Ich nehme den Auftrag an, dann wird es halt ein klein bisschen kürzerer Part. Ich denke mal, das ist nicht so schlimm, wenn wir dann halt mal bloß 10 Minuten machen oder 15. Genau, einmal Auftrag annehmen. So, dann Lass wollen uns wir hier loslegen. mal den Motor starten. Wie ich sehe, ist es ein Renault. Ach, ich finde Renault ja auch so toll. Was für ein Renault ist denn das? Ich weiß das gar nicht. Halt, der falsche. Da nicht. Der. Zack. Falsch. So. Ich schau mal, was das für ein Renault ist. Also gefallen tut er mir nicht wirklich. Oder wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier so einigermaßen rauskommen. Weil wir ja unheimlich eingeparkt wurden hier. Da lang nicht. Da lang auch nicht. Wir müssen nach da hinten hin, ne? Ja. Ist halt die Frage, wie komme ich hier am besten raus? Wir gucken mal. Ich lasse jetzt mal das auf der Perspektive. Das ist jetzt wirklich mal echt eine Herausforderung. So. So. Sieht gut aus. Ich soll mal gucken, ob wir auch da rumkommen, aber ich denke mal schon. So. Ja. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, dann können wir dann die Innenansicht wechseln. Ist hier nämlich immer nicht so einfach, hier dann rauszukommen, wenn man da so zugestellt ist. Vor allem, wenn man auch dann überlegen muss, welche Richtung man rausfährt. Aber wir haben das Ganze ja gut gemeistert, muss ich sagen. Und da hängen wir auch schon. Ach, shit. Komm schon, schieb dich doch da rum, Junge, also wirklich. So, jetzt war aber ein riesen Kratzer drin. Im hinteren Aufliego. Ja, dann ist es so, Gott sei Dank hat man rechts ab. Kein Abzug. Komm. Biege nach rechts ab. So, wir werden jetzt gleich mal gucken, ob wir unterwegs noch mal eine Tankstelle finden, wo wir dann einen neuen Screenshot machen können. Mit unserem LKW.
Huch, jetzt hätte ich beinahe die Polizei übersehen. Ach, hey. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, nach rechts abbiegen kann ich ja hier nicht. Ist ja hier gesperrt für mir. Dann wollen wir mal abbiegen hier. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, hier müssen wir weit ausholen. Ah, ich mag keine Kombizüge. Lassen sich schlecht fahren. Immer geradeaus. Teilweise wirklich einfach nur zu sperrig. Und man bleibt überall hängen. An Ecken, die nicht da sind. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, halt. Kommt, ach, die will abbiegen oder der will abbiegen. Ja, warte. Oh, da kommt noch einer. Noch abbiegen, okay. So, fahren wir mal schön rum. So, und jetzt machen wir unsere Karte auf und schauen mal, ob wir an einer Tankstelle oder einem Parkplatz vorbeikommen. Da ist ein Parkplatz. Hier ist noch mal eine Tankstelle. Wir müssen mal schauen. Wenn wir Glück haben und hier dran vorbeifahren, haben wir die Stadt entdeckt, weil wir müssen nämlich bis hier hinten hin. Wenn wir Pech haben, haben wir sie nicht entdeckt. Dann müssten wir hier einmal in den Kreisverkehr, denke ich mal, und in die Stadt reinfahren. Müssen aber gleich mal schauen. Halt! Ich wollte doch Markierung setzen für den Parkplatz. Und zwar werden wir hier fix unser Screenshot machen. So, exakt hier. Und dort werden wir an der Tankstelle rauffahren und dann machen wir ein Screenshot. Fertig zum Losfahren. Für dieses Video. So hat dann wirklich jeder Part seinen eigenen Screenshot. Ja, yeah, wieder Autopass, sehr schön. Immer geradeaus. Guck, ich sollte vielleicht mal mein Navi vorne anmachen. Damit ich auch was sehe. Weil der LKW hat ja sowas hier anscheinend nicht. Oh, wir dürfen jetzt endlich mal 80 fahren. Ich bin ja begeistert. Ja, das ist aber dunkel hier drin. Immer geradeaus. Jupp, machen wir. Fahren wir immer geradeaus. Das wäre schön, wenn der Navi jetzt noch sagen würde, es sind noch
90 Kilometer bis zu ihrem Zielort. Oh nö, wir halten hier an. Okay, Moment. Das sieht doch viel schöner aus. So. So. Licht lassen wir an. Und dann gehen wir mal ganz kurz ins Fotostudio und dann in den Screenshot. Nein, nicht Manager, sondern in den Fotomodus. So. Richtung. So. So. So, so, ein bisschen auszoomen. So. Ich denke mal, das sieht soweit ganz gut aus. Oh ja, das sieht schön aus. Das lassen wir so. Zack, nehmen wir natürlich mit und da haben wir unseren nächsten Screenshot. Und dann fahren wir weiter, dann brauchen wir nämlich dort nicht an der Tankstelle weiterfahren. Ich denke mal, das wird uns der, wo was hinbringen sollen, nicht übel nehmen, dass wir immer fix ein Foto gemacht haben. So, jetzt schauen wir mal, ob wir mit der Lahmöhre nicht mal endlich auf 80 km/h hochgespotet kriegen, das Ding. Yeah, Überschallgeschwindigkeit. So, nach 20 Minuten. Wie toll. Sehr schön. Freut mich, dass wir endlich die 84 km/h erreicht haben. Auch mit dieser Möhre. So, dann wollen wir mal rüberfahren auf die andere Spur. Immer geradeaus. Wir werden, denke ich mal, gleich abbiegen müssen. Ihr seht, hier vorne fängt nämlich Starwagen schon an und ich weiß nicht, ob das zählt, wenn wir einfach dort jetzt gleich abbiegen. Werden wir aber sehen. Also bisher hat es noch nicht gezählt, da steht was dran. Bitte rechts halten. Das hat anscheinend auch noch nicht gezählt. Rechts. So, also wenn das jetzt beim Runterfahren nicht zählt, dann biegen wir einfach links ab. Noch schnell und wir können ja beim Kreisverkehr dann wieder zurückfahren. Ne, sind wir noch nicht. Wir müssen wohl in die Stadt reinfahren. Dann machen wir das letzte. Kommt da was? Abbiegen. Kommt da was? Nein. Dann wollen wir mal hochfahren. Wir fahren jetzt einfach mal hier runter. Weil wie gesagt, da vorne ist ein Kreisverkehr, mit dem wir einfach reinfahren können, denke ich mal. Ansonsten fahren wir halt einfach mal in die Stadt rein. Was man nicht alles tut, um eine Stadt zu entdecken. Ah, okay, okay. Jetzt hat das gezählt. Sehr schön. Und dann würde ich sagen,
einfach im Kreisverkehr rumfahren und dann auf direkten Kreisverkehr Wege. Dritte Ausfahrt nehmen. Ja, das war unser Plan, Sisterlein, alles gut. Und dann jetzt hier einfach wieder zurückfahren. Dann sollte das eigentlich keine Probleme mehr darstellen. Wir haben auch nur noch 30 Kilometer vor uns. Und dann mit haben wir aber allerdings auch Stavanger entdeckt. Und beim nächsten Mal oder beim nächsten diese Tag Ausfahrt. Werde ich, denke ich, mal gucken, dass ich eine Tour von Stavanger aus nach Bergen kriege. Dieser Part wird dann wieder ein klein bisschen länger. Wie gesagt, der war jetzt ein bisschen kurz, weil es war nicht wirklich weit. Es waren 140 Kilometer. Immer geradeaus. So, hauen wir mal die Tempomaten wieder rein. Die Strecke in dem letzten Part, die war ein bisschen länger. Ich glaube, die waren über 300 Kilometer lang. Da hat der Part auch eine halbe Stunde, glaube ich, gedauert. Wie gesagt. Im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Müssen wir mal gucken. Hä? Hat er sich verfahren? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist er einmal im Kreis gefahren? Sehr gut, haben wir schön rumbekommen, den Arsch hinten. Ohne dass wir irgendwas umhämmern. Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Hier kommt auch schon der nächste Kreisverkehr. Ah! Also ich sage ja, die Skandinavier haben es echt mit ihren Kreisverkehren. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, der wird ja wohl warten, oder? Und will ich gleich wieder in die Seite rammeln? So, jetzt müssen wir ein bisschen weiter außen fahren, damit wir keine Laterne mitnehmen. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir hier hin müssen. Aber nachher da hinten. Demnächst links abbiegen. Schauen, wo wir da halt uns hinstellen können. Und zwar müssen wir hier jetzt nach links abbiegen. Einfach nur geradezu. Sehr schön. Das denke ich mal, bekommen wir auch hin. Wir sind fertig. Na, wir haben fertig. Sagt sie, die Jute. Ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn das Licht angeht. Uah. What Witz. Ja, und wir stehen richtig. Dann einmal Handbremse an, Licht aus, Motor aus und absatteln das Ganze. Und dann haben wir unseren nächsten Auftrag auch schon erfüllt und die nächste Stadt entdeckt. Wir sind mit unseren Nüssen von Kristiansand nach Stavanger gefahren. Was da jetzt für Nüsse drin sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung, es stand bloß Nüsse dran, haben wir transportiert. Sehr ungewöhnliche Fracht mal. Der Part war auch jetzt nicht allzu lang. Aber wir haben dennoch 167 IP bekommen, allerdings nur 3720 Euro dafür. War jetzt nicht wirklich weit, es waren nur knappe 174 Kilometer. Ist in Ordnung, alles gut. Sind jetzt bei wirklich knapp einer Viertelmillion angekommen. Was mich sehr freut. Und damit brauchen wir nämlich bloß noch knapp 750.000 Euro zusammensammeln. Und ich schaue jetzt einfach nur noch mal, ob wir eventuell schon was zu stehen haben von Kristiansand nach Bergen hoch. Dann nichts. Das geht alles nach Oslo. Odense. Nein, auch nicht. Oslo. Aalborg. Na komm.
Nee, leider nicht. Vielleicht haben wir Glück und von Oslo haben wir was nach Bergen. Ist zwar dann ein bisschen weiter, aber ich denke mal, das ist nicht so tragisch. Nee, haben wir auch nicht. Oh, das wäre natürlich sehr schade. Wenn wir jetzt keine Fracht nach Bergen kriegen würden. Dann gucken wir mal von hier aus. Odense, Kiel, Oslo, Malmö, Drums Bay. Auch Drums Bay und Göteborg, Oslo, Aalborg, Aalborg, Aalborg. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen, weil wir haben jetzt leider keine Tour nach Bergen hoch. Dann müssten wir mal die nächste Zeit schauen, ob wir da was nach Bergen hoch bekommen von irgendeiner von diesen vier Städten aus. Und dann fahren wir natürlich die Tour nach Bergen hoch. Ansonsten gucken wir einfach das nächste Mal von Schweden aus, ob wir da irgendwie in die nächsten Städte kommen. Ohne Schwierigkeiten. Gut, okay. Wie gesagt, ich lasse mir die Option offen, nach Bergen zu kommen von diesen vier Städten aus. Vielleicht haben wir Glück beim nächsten Mal, weiß ich noch nicht. Schauen wir einfach mal. Okay, damit werde ich diesen Part auch für heute wieder beenden. Wie gesagt, wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Bei Fragen bitte ab damit in die Kommentare. Ich versuche die so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten bleibt mir wieder weiter nichts zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und sage bis zum nächsten Mal. Euer Gurk Gustav. Bye bye.